Hallo liebe Gartenfreunde, mein Garten ist heute auf die Werk und zwar beim Markt am Gartenhag. Und es ist ein ganz, ganz tolles Ambiente, zwar nur 6,5 Grad und Regen, aber nichtsdestotrotz gefällt es den Leuten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Durchgang. Triebt der Herz zum Markt am Gartenhag? Die große Vielfalt, die sie haben. Es gibt kaum eine größere Vielfalt an Pflanzen, die es gibt. Ja, und das ist das, was mich halt fasziniert. Das Besondere sind eigentlich die Pflanzen, weil die alte Pflanzen da sind. Und es ist irgendwie eine tolle Atmosphäre. Tomaten habe ich da, dann habe ich eine Zuckermelone da und ein Zimtbasilikum. Und darf ich noch fragen, wo du herkommst? Vernütze das. Tomaten. Also Cocktailtomaten, Sellerie, Stangensalat, wo man sonst den ganzen Tag. Tomaten, Basilikum, ja, und jetzt geht es noch weiter. Das ist eine Vielfalt von Sachen, von alten Sorten, die man sonst nirgends kriegt. Und ich meine, das Wetter ist das Wetter, das ist der Wurst, oder? Aber wichtig ist einfach die Vielfalt und das Interessante und ich bin einfach für den Halt von alten Sorten. Dieser Trend also zu erkennen, also Oberösen von Radlberg, dass die Leute gern auf ein bewährtes, altes zugriffen. Was haben alte Pflanzen oder alte Sorten für einen Vorteil gegenüber den neuen? Die alten Sorten oder sagen wir so samenfeste Sorten sind, kann man selber Saatgut im Garten weitervermehren, wenn man das Wissen drum hat. Die neuen Sorten, das sind oft Hybridsorten. Wenn man von denen versucht, Saatgut zu vermehren, kriegt man nicht dieselbe Sorte außer wie das, was es vorher war. Letztes Jahr, wir waren schon mitgebracht in Ohr, die haben immer Kartoffelsamen wollen. Und wir suchen ja praktisch die ganzen Sättchen selber. Respekt! Und ist der Mann da mit an Bord oder ist er beratend im Hintergrund? Der Mann tut das daheim im Gewächshaus. Jetzt zieht er die Pflanzen, der hat sicher der Fuchstomaten drin und Paprika. Unsere Paprika sind schon zweimal so groß, wie die da sind. Sind das verschiedene Sorten von Paprika? Ja. Violette und dann die normale oder dann sind süße und zum Füllen je nach oder sind verschiedene Sorten.